Hallo furchtbare Freunde, geil, dass ihr wieder am Start seid und heute möchte ich euch die Fighting Fantasy Spielbücher vorstellen. Und wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, denn dann weiß ich, ihr habt Bock drauf und dann geht es hier auch weiter. Fighting Fantasy Spielbücher kommen aus den 80er Jahren, das erste erschien 1982. Sie wurden zum größten Teil geschrieben von Steve Jackson und Ian Livingstone mit dem Ziel, ein Pen and Paper Rollenspiel zu entwickeln, das kaum Regeln hatte und das man vor allem alleine spielt. In diesen Büchern funktioniert es so ein bisschen so, dass man einen Abschnitt liest und dann eine Entscheidung trifft und an einem anderen Abschnitt im Buch weiterliest. Also man liest nicht seitenweise, sondern alle Seiten sind abgeteilt in Abschnitte und nummeriert. Und dann heißt es zum Beispiel, wenn du den linken Gang entlang gehen möchtest, dann lies weiter auf Abschnitt 378, gehst du nach rechts, lies weiter auf 135. Die Kampfregeln sind auch ganz einfach. Es gibt nur drei Stats: Gewandtheit, Stärke, was auch gleichzeitig die Lebenspunkte sind, und Glück. Für mich sind diese Spielbücher so ein kleines Stück Kindheit. Es war für mich praktisch die Einstiegsdroge in Pen und Paper Rollenspiele. Und heute möchte ich eins meiner Lieblingsbücher von damals mit euch anschauen oder beginnen zumindest. Und das ist der Forst der Finsternis oder im Englischen The Forest of Doom. Ja, dieses Buch wurde von Ian Livingstone geschrieben. Cover Art war bei Ian McCrack. Und die Illustration von Malcolm Barter. Und dann wollen wir mal loslegen. Ich entscheide mich jetzt hier für die Abenteurer-Schwierigkeit. Und als erstes würfeln wir jetzt mal unsere Stärke. 2W6 plus 12. Stärke und Ausdauer ist das, ne? Eine 7, 19, okay. Das ist ganz in Ordnung. Und dann wird Skill gewürfelt. Skill ist auf Deutsch übersetzt worden mit Gewandtheit. Und das ist 1W6 plus 6. Eine 11. 11 finde ich prima. Schön. Und dann noch das Glück. Das ist auch wieder 1W6 plus 6. 8. 8 ist jetzt nicht so toll. Denn bei Glückswürfen wird immer einer abgezogen. Das heißt, es wird auch immer schwieriger, eine Glücksprobe zu schaffen. Als nächstes einen Potion, den wir kriegen. Da können wir uns jetzt aussuchen, einen Gewandtheitstrank, der gibt uns verlorene Gewandtheit wieder. Einen Stärketrank, der füllt unser Leben wieder auf. Oder einen Glückstrank, der unsere Glückspunkte wieder auffüllt. Wir kriegen, glaube ich, auch noch Proviant. Mit dem füllen wir auch ein bisschen stärker auf. Aber was ganz schlecht immer ist, ist, wenn man Gewandtheit verliert. Deswegen nehme ich den mit. So, und jetzt gibt es noch das Equipment. Wir beginnen unser Abenteuer mit einem Schwert, einer Lederarmor, also Lederrüstung, und einem Rucksack, der, wie gesagt, Proviant und etwas zu trinken bereithält. Ja, wir müssen jedes Mal, wenn wir etwas essen, gibt es 4 Ausdauer wieder, 4 Stärke praktisch. Ich nenne es jetzt immer Stärke, weil es im Deutschen in den Büchern auch so hieß. Jetzt geht's losi. Ja, hier können wir noch mal gucken. Unser Adventure Sheet. Mein Name Kidaki Zeromatsu. Ja, ein Abenteurer aus dem fernen südostasiatischen Raum. Hier unsere Stärke 19, 11 und 8. Das sind die Werte, die sich verändern. Das sind die Grundwerte. Ja, und da ist alles drin. Provision, also Proviant mal 10. Equipment Schwert. Gut. Das kann wieder weg. Hier haben wir tatsächlich eine Map. Das ist mal was Neues. Und hier haben wir Bookmarks. Das heißt, ich kann auch an einer Stelle dann unterbrechen. So. Wir sind also Söldner, ein Söldner, und sind durch die nördlichen Grenzländer des Königreichs gestreift. Und da wir keine Lust mehr haben,
auf die langweilige, auf das langweilige Dasein in einem Dorf, wandern wir durch die Länder auf der Suche nach Reichtum und Gefahr. Jetzt ist es Abend und wir haben einen Hasen gefangen, den wir uns gebraten haben. Ja, und wir legen uns nieder mit dem Breitschwert an der Seite und denken darüber nach, wann wir das nächste Mal irgendwas kaputt hauen können an Monstern. Wie zum Beispiel Goblins oder Trolle. Warum geht's hier nicht weiter da? Oder sogar Drachen. Als unser Lagerfeuer langsam herabbrennt, fallen wir in einen Schlaf. Und ja, träumen auch ganz wild von irgendwie Trollen, die uns anschreien. Und plötzlich hören wir ein Zweig knacken in den Büschen auf unserer Linken. Wir springen auf und greifen unser Schwert, den bewegungslos, aber auf alles gefasst. Dann hören wir ein Stöhnen, ein Grollen, danach das Geräusch eines Körpers, der zu Boden fällt. Ist das eine Falle? Wir gehen also langsam rüber zu dem Busch, aus dem das Geräusch kam. Und wir sehen einen kleinen alten Mann mit einem großen buschigen Bart und das Gesicht verzogen vor Schmerz und bemerken, dass zwei Armbrustbolzen in seinem Oberkörper stecken. Wir heben ihn hoch und tragen ihn zum Feuer und erhitzen es erneut. Und dann decken wir ihn zu und geben ihm ein bisschen Wasser zu trinken. Er hustet und stöhnt, aber dann setzt er sich auf und die Augen starren geradeaus und er fängt an zu rufen: Ich krieg sie! Ich krieg sie! Hab keine Angst! Gillibrand! Big Leg kommt und bringt euch den Hammer! Oh ja, das mache ich ganz sicher! Ja! Der Zwerg, dessen Name wir jetzt als Big Leg identifizieren können, ist ganz eindeutig im Delirium. Wahrscheinlich waren die Bolzen vergiftet. Und ja, jetzt bemerkt er uns und guckt uns dann auch ganz wild wieder an. Hinterhalt! Vorsicht, Hinterhalt! Ah, der Hammer! Nimm den Hammer! Bring ihn zu Gillibrand! Rette die Zwerge! Seine Augen sind halb geschlossen und der Schmerz scheint ihn zu übermannen, als er uns nochmal anschaut und flüstert: Hilf uns, Freund! Bring den Hammer zu Gillibrand! Nur der Hammer kann unsere Leute vereinen, um sie gegen die Trolle kämpfen zu lassen. Wir waren auf dem Weg in den Dunkelwald, auf der Suche nach dem Hammer. Die kleinen Leute haben uns angegriffen. Die anderen sind alle tot. Die Karte in meiner Tasche bringt euch zu dem Heim von Yastromo, dem Meistermagier dieses Landstrichs. Er hat große magische Gegenstände zu verkaufen, die dich beschützen sollen gegen die Kreaturen des Dunkelwaldes. Nimm mein Gold, bitte dich, binde den Hammer und bringe es zu Gillibrand, dem Lord von Stonebridge. Es soll dein Schaden nicht sein. Big Leg öffnet den Mund erneut, um wieder etwas zu sagen, aber nichts kommt mehr heraus. Außer deinem letzten Atemzug. Wir setzen uns erstmal hin und überlegen, wer ist denn eigentlich Gillibrand? Wer ist Yastromo? Das hat er uns ja auch gesagt. Aber was ist mit diesem Zwergenhammer? Wir durchwühlen erstmal die Taschen von Big Leg und finden 30 Goldstücke und eine Karte. Wir freuen uns über die Münzen und träumen von den Reichtümern, die uns wohl erwarten, wenn wir diesen Hammer zu den Zwergen zurückbringen. Entscheiden uns, den Hammer im Dunkelwald zu finden.
es ist schon ein paar Wochen her, seit wir uns das letzte Mal gut geprügelt haben. Und diesmal kriegen wir sogar noch Geld dafür. Das kann nur gut werden. Nachdem wir diese Entscheidung getroffen haben, legen wir uns wieder schlafen. Nachdem wir die Decke wieder von dem armen, toten Big Leg runtergezogen haben. Ja, und am nächsten Morgen schnappen wir uns unsere Sachen und mit einem Liedchen auf den Lippen legen wir los, gehen in Richtung zu diesem Yastromo. Und da sind wir auch schon. Wir kommen zu Yastromo an seinen Turm. Es dauert ungefähr einen halben Tag, bis wir da sind. Und der Turm steht ja so am Waldrand des Dunkelwaldes und ungefähr 50 Meter neben dem Pfad. Schließlich kommen wir an diese große Eichentür und ja, wir sind erleichtert, dass es diesen Turm überhaupt gibt und der Big Leg sich das nicht im Fieberwahn ausgedacht hat. Mit einem lauten Bong klopfen wir an die Tür. Wir warten an der Tür und hören langsame Fußschritte die Treppen hinabkommen. Ein kleiner Schlitz in der Tür öffnet sich und zwei Augen starren uns an. Wer bist du? Will eine grummelige Stimme wissen. Wir sagen ihm, dass wir ein Abenteurer sind, der den Meistermagier Yastromo sucht und ihm etwas abkaufen wollen, das uns vor den Kreaturen des Dunkelwaldes schützen soll. Okay, dann lässt er uns rein, denn er ist Yastromo und er hat Interesse daran, uns etwas zu verkaufen. Jetzt können wir ihm entweder die Treppe hinauf folgen oder unser Schwert ziehen und ihn angreifen. Ich glaube, es wäre ziemlich dumm, einen Zauberer in seinem Turm anzugreifen. Wir gehen einfach mal mit. Wir folgen dem schnaufenden Mann in seinen alten Roben die Treppe hinauf in einen großen Raum an der Spitze des Turmes. Da steht dann alles Mögliche an magischem und fremdartigem Geraffel rum. Ja, dann schreibt er uns so auf, was er da hat. Er kann uns einen Heiltrank verkaufen, einen Trank der Pflanzenkontrolle, einen Trank der Stillness. Des Stillstehens vielleicht? Wenn ihr es wisst, schreibt es unten in die Comments. Ein Trank der Insektenkontrolle, ja, ein Gegengift, heiliges Wasser und einen Lichtring. Was haben wir denn jetzt alles mitgenommen überhaupt? Haben wir ja richtig viel. Potion of Antipoison, heiliges Wasser, Wünschelrute, Map, Armband der Stärke, Ring des Lichts, Nasenfilter, Potion of Stillness, Plant Control, Insect Control. Das Ding hier und ein Gold behalten wir. So, mal gucken. Also, jetzt fragt er uns, der Yastromo fragt uns, warum wir das kaufen und wir erzählen ihm von dem armen Big Leg. Er hat das auch schon gehört, dass ein böser Zwergenkönig oder ein neidischer Zwergenkönig einen Adler nach Stonebridge gesandt hat, um den Hammer zu stehlen, und der Adler hat den auch gestohlen. Aber als er über den Wald flog, wurde er von Todesadlern angegriffen und ließ den Hammer fallen. Und zwei Goblins haben den Hammer gefunden, und da sie nicht entscheiden konnten, wer ihn behalten durfte, haben sie ihn dann schließlich geteilt. Der eine hat den Griff, der andere hat den Kopf. Der Kopf ist aus Bronze und der Griff aus poliertem Ebenholz. In beides wurde ein G graviert. Deine Aufgabe ist keine einfache, sagt er uns dann. Viel Glück. Da denke ich mir immer so, ey, du bist hier der Magier. Warum kommst du nicht mit? Aber gut. Es ist halt ein Solo-Abenteuer. Draußen in der hellen Sonne
bemerken wir wieder, wie leise das eigentlich ist. Ein kleiner Pfad führt nordwärts durch das hohe Gras, das den Turm umgibt, in das Unterholz des Dunkelwaldes. Ja, wir laufen da rein und schon bald ist der Pfad kaum noch zu sehen und das Licht verschwindet und die Luft wird feucht und ja, wir fühlen uns da auch nicht so wohl. Tiefer gehen wir in den Wald und plötzlich gabelt sich der Weg um einen alten riesigen Baum herum. Wir können jetzt nach Westen oder nach Osten gehen. Wir halten es mal mit den Patch-Up Boys und gehen nach Westen. Ja, wenn wir schon 80er Jahre Spiele spielen, dann muss es da auch so eine 80er Jahre Referenzen geben. Gut, der kleine überwucherte Pfad geht weiter in den dichten Wald. Wir hören, wie irgendwelche seltsamen Tiere ihre Laute ausstoßen und wir kommen wieder an eine Gabelung. Wollen wir weiter nach Westen gehen oder nach Norden? Und wir können mal auf die hier mal eben gucken. Da sind wir um den alten Baum. Wir sind nach Westen gegangen. Okay, wenn das Westen ist, dann wäre Norden da. Das heißt, wir können nach da gehen. Okay. Gut. Gehen wir nach Norden oder bleiben wir westwärts? Ja, man soll sich immer nicht ständig umentscheiden, finde ich. Wir gehen weiter nach Westen. Und der Pfad dreht sich plötzlich nach rechts. Also dann doch nach Norden ins tiefe Dickicht. Plötzlich hören wir auf der linken Seite des Pfades Hilfeschreie. Wir können jetzt da hingehen und der Person helfen. Oder wir sollten das ignorieren und weitergehen. Das ist immer so schwer. Ich helfe eigentlich immer gerne, aber das ist auch gar nicht so selten, dass das eine Falle ist. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr getan hättet. Ich gehe jetzt hier rein und versuche, jemandem zu helfen. Aha. Also zwischen den Wurzeln eines alten Baumes sehen wir einen Mann in langen dunklen Roben, dessen Fuß in einer Hasenfalle steckt. Er trägt eine Maske und seine dunklen braunen Augen sind das Einzige, was wir sehen können. Also augenscheinlich eher ein Tu-nicht-gut. Und deswegen gehen wir einfach mal wieder zurück zum Pfad. Boah, war das jetzt irgendwie... Ich weiß auch nicht. Na gut. Wir gehen also weiter den sich windenden Pfad und wir sehen plötzlich eine kleine Kreatur mit brauner Haut, die auf einem Holzstamm sitzt. Und das könnte einer der Goblins sein, die wir suchen. Sollen wir den jetzt direkt angreifen? Sollen wir mit ihm reden oder an ihm vorbei nach Norden gehen? Wir können ja mal mit ihm reden. Friedliche Lösung versuchen? Reden mal mit ihm. Okay. Als wir mit dem Goblin reden, da guckt er uns an und grinst. Dann verwandelt er sich plötzlich. Er wird größer und grüner. Ein Schwanz wächst aus seinem Rücken, ein spitzer Schwanz und seine Arme werden immer dicker, muskulöser. Seine Hände werden zu scharfen Klauen. Er ist kein Goblin, sondern ein Gestaltwandler und wir müssen kämpfen. So. Der hat einen Skill von 10. Ein Skill von 10 und Leben 10. Wir machen das mal so. Ich habe also, ich glaube, die weißen Würfel sind wohl für mich, oder?
16, 16. Both miss. Wieder kämpfen. Hm. Ah, der hat mich erwischt. Verdammt. Ich kämpfe. 5 gegen 4, na endlich. So, habe ich ihn auch erwischt. Wie gesagt, jetzt könnte ich mein Glück versuchen, aber mit Glück 8, boah, ne, lieber nicht. Das ist, glaube ich, wieder ein Unentschieden, ne? Nee, ich habe ihn wieder erwischt. Mensch, kann ich gar nicht mehr richtig zählen. Aufregung, da hat er mich erwischt, ja. Oh Mann, das sieht nicht gut aus. Da haben wir ihn. Nee, ist unentschieden. Hä? Warte mal. Ja, sei klar. So, 6, 17 gegen 15. Da haben wir ihn erwischt. Komm, noch zweimal. 18 gegen 16, sehr gut. Und nochmal. 19 gegen 16, der ist hinüber. Round. You are triumphant! Excellent! So. Okay. Erschöpft lassen wir uns auf den Baumstumpf fallen. Und schade, der schwarze Stock, den der Shapechanger hatte, war nur ein Teil seiner Illusion. Hätte ja auch der Hammergriff sein können, ne? Jetzt hat er da violette Pilze, die hinter dem Baumstumpf wachsen. Sollen wir die essen oder nicht? Boah, so Pilze im Wald essen. Violette, nee. Wir gehen weiter. Der Pfad geht nach weiter nach Norden und wir können auch weiter nach Norden folgen oder wir können nach Osten abbiegen. Wir gehen dann weiter nach Norden, oder? Ja. Der Pfad geht immer weiter nordwärts, aber ein bisschen Licht strömt durch die Baumkronen. Auf der rechten Seite des Pfades sehen wir einen alten Eichenstuhl mit Moos bewachsen. Wir können uns da hinsetzen und was essen. Was essen wäre gut, aber da hinsetzen? Nee, wir gehen weiter. Der Pfad führt aus den Bäumen heraus auf eine Ebene. Dahinter sieht man, wie Hügel aufsteigen und das hüfthohe Gras, ja, wiegt sich im Wind. Alles ist sehr friedlich und wir genießen den Spaziergang. Allerdings ist irgendwas vor uns wohl durch dieses Gras gelatscht und hat einen Pfad getrampelt. Ah ne, das kommt auf uns zu. Ah, okay. Wir ziehen unser Schwert und eine braune, große, schweinehafte Kreatur. Ja, sieht aus wie ein Wildschwein. Es ist auch ein Wildschwein. Guck an. Ja, dann wollen wir mal. Der ist ja nicht so dolle. Okay. Der ist dolle. 14 Jahre haben wir ihn auch erwischt. Gut. Und er hat 12, da bin ich drüber. Und jetzt, nur um euch das mal zu zeigen, probieren wir mal unser Glück. 9, das ist nämlich schlecht. Your hit was just a grace. Und jetzt verlieren wir, anstatt einen Schaden mehr zu machen, haben wir jetzt nur einen Schaden weniger gemacht. Das ist in dem Fall nicht so schlimm. Jetzt müssen wir halt einfach nur noch mal gegen ihn kämpfen. Eine Runde, er hat 14 und damit segnet er jetzt halt das Zeitliche. Aber dadurch, das zeige ich euch auch noch mal eben hier. Genau, dadurch hat sich halt unser Glück jetzt von 8 auf 7 gesenkt. Was es dann nicht einfacher macht. Wir haben gewonnen und es geht weiter bei 174. So. Als wir unser Schwert aus der Leiche des Wildschweins ziehen, wundern wir uns, warum es uns angegriffen hat. Da hören wir in einiger Entfernung bellende Hunde und das war wahrscheinlich eine Jagd. Da ist ein
großer goldener Ring durch die Nase des Wildschweins gezogen, den wir rausschneiden und in unseren Rucksack legen. Der ist mindestens 10 Goldstücke wert und wir kriegen dadurch ein Glück. Wir gehen weiter nach Norden und kommen erneut an eine Weggabelung. Wir können jetzt nach Norden gehen, nach Westen oder nach Osten. Wir sind hier lang gegangen. Das ist ja auch, ne? Sind nach Norden gegangen. Dann biegt der Pfad plötzlich wieder ab. Jetzt gehen wir irgendwie wieder nach Westen. Hat man so den Eindruck, wir sollen unbedingt nach Westen weitergehen. Machen wir das mal. Oh, vor uns sehen wir eine Hütte aus getrocknetem Matsch. Und durch das Fenster sehen wir einen großen Mann mit dunkler Haut, der an einem Tisch sitzt und seine Muskeln begutachtet. Wollen wir da reingehen wollen oder wollen wir weitergehen? Können ja mal reingehen. Als wir in die Hütte kommen, lächelt uns der Mann an und er freut sich, uns zu sehen und redet mit uns in einer tiefen Stimme. Willkommen, Fremder. Mein Name ist Quinn und ich verdiene mir mein Geld mit meinen Armen. Möchtest du es wagen, gegen mich Armdrücken gegen mich zu machen? Wenn du das machen möchtest, oder wenn wir das machen wollen, gehen wir nach 28. Wir können das auch ablehnen und gehen weiter dem Pfad entlang. Bei diesem Armwrestling, wir haben ja dieses Stärke-Armband, glaube ich, gekauft. Ne? Das machen wir mal. Ja, wir haben das, ne? Haben wir doch, oder? Armband of Stretch, jawohl, das stärke Armband haben wir. Quinn erklärt, dass er einen Umhang der Levitation, ein Schwebeumhang, gegen einen Gegenstand oder Münzen im Wert von 10 Goldstücken, wir haben ja diesen Ring, setzen würde. Und ja, dann ziehen wir uns heimlich das Armband der Stärke auf und dann machen wir einen Armdrücken gegen ihn und ja, wir gewinnen natürlich. Und er ist total fertig und wundert sich, warum wir seine Hand ordentlich auf den Tisch knaddeln. Ja, er steht auf und schweigend geht er zu einer Holztruhe. Das ist ihm wohl auch noch nicht passiert, dass so ein kleiner Wicht ihn da besiegt. Und dann holt er das ist tatsächlich Staub. Okay, er holt uns so Staub der Levitation in einer kleinen Glasfiole. Wir legen es in unseren Rucksack und gehen den Pfad zurück. Wir sind wieder an der Kreuzung. Wir können jetzt wieder weiter nach Norden gehen oder nach Osten. Gehen wir doch mal nach Osten. Und jetzt sehen wir Spuren von Pferden, von Hufen, die nach Osten gehen. Und ich ahne schon, was da kommt. Oder woher diese Hufspuren kommen. Wenn ihr es auch wisst oder glaubt es zu wissen, dann schreibt mir doch mal in die Comments. Denn wir machen jetzt so einen kleinen Break. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch bitte. Dann weiß ich, dass ihr Bock habt, dass ich diese Geschichte mit euch weiterspiele. Und dann mache ich das auch gerne. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es heißt Furchtbare Brettspiele digital mit FBG Kid Zero und euch. Bis dahin, alles Gute, haut rein.